Die ganze Welt besteht aus Sortieren. Egal, ob es die Videos hier auf YouTube sind, die nach Datum sortiert werden müssen, oder Bücher in der Bibliothek, die alphabetisch in einer Reihe stehen sollen, oder auch die Einträge eines Wörterbuchs. Unzählige Dinge müssen sortiert werden. Und heute geht es um eine Methode, diese Arbeit zu erledigen. Mit dabei ist übrigens Fox Dan. Hallo! Wo auch der nächste Teil dieser Miniserie erscheinen wird. Link in der Beschreibung, in der Infokarte und am Ende dieses Videos. Stell dir vor, du bist Aushilfe in, sagen wir mal, einer Bücherei. Du bist alleine und unerwarteterweise kommt eine riesige Lieferung an neuen Büchern von 500 Stück. Diese müssen natürlich auch sortiert und zu der bestehenden Sammlung hinzugefügt werden. Das Problem ist, der Affe, der normalerweise diese Aufgabe übernimmt, ist derzeit nicht da und auch kein anderer Mitarbeiter kann diese lästige Aufgabe übernehmen, weil du, wie schon gesagt, alleine bist. Du nimmst also die neuen Bücher und stellst sie zuerst in das gleiche Regal wie all die anderen Bücher. Ja, es gibt nur ein Regal mit nur einer Reihe. Ist halt eine kleine Bücherei. Insgesamt musst du jetzt also 1000 Bücher sortieren. Wie stellst du diese Aufgabe jetzt am besten fertig, ohne am nächsten Tag gefeuert zu werden, weil dein Chef merkt, dass du deine Pflichten nicht erfüllst? Zur Veranschaulichung nehmen wir nur 26 Bücher, die mit jeweils einem Buchstaben des Alphabets versehen sind. Sie sollen in die Reihenfolge des Alphabets gebracht werden. Du nimmst das erste Buch in der Reihe und vergleichst es mit dem zweiten Buch. Da das zweite Buch vor dem ersten kommt, stellst du es vor das eigentlich erste. Diesen Schritt wiederholst du so lange, bis du beim Buch Z angekommen bist. Dieses vergleichst du vorsichtshalber nochmal mit jedem anderen folgenden Buch und stellst es schlussendlich ans Ende der Reihe. Jetzt gehst du wieder zurück zum Anfang und beginnst von vorne. Diesmal vergleichst du wieder alle Bücher, bis du beim Buch über das sagenumwobene Y angekommen bist. Natürlich willst du wieder sicher sein und vergleichst es nochmal mit jedem nachfolgenden Buch, bis du es endlich als vorletztes Buch hinstellst. Diese Schritte wiederholst du jetzt noch so lange, bis alle Bücher endlich in der richtigen Reihenfolge stehen. Bei 1000 Büchern musst du also in der ersten Runde 999 Vergleiche machen, dann 998, dann 997 und so weiter. Insgesamt also 499.500 Stück. Nehmen wir an, du brauchst für jeden Vergleich eine Sekunde, bist du nach nur 5,7 Tagen fertig, aber vorher bereits gefeuert. Wenn ein Computer das machen würde, sieht das dann ungefähr so aus. Auch für einen Computer wäre diese Methode sehr ineffizient. Daher wurden weitaus effektivere Algorithmen entwickelt, um Sortieren schneller und leistungsschonender zu machen. Auf meinem Kanal findet ihr ein Video zu einer solchen verbesserten Methode. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall bei Fox Dan vorbei. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung und jeden Kommentar. Und damit bis zum nächsten Video.